Otto, wir sind gerade im Stream. Du bist auch live im Stream. Ja, das ist doch super. Otto, hier geht's richtig ab. Das ist ja jetzt mal lustig. Was geht? Alles gut? Ach, und wir haben ja telefoniert. Ja. Es sieht schon sehr übel aus, Stefan. Hey, es war wirklich... Also ich war ja bei zwei Ärzten, die sich mit sowas auskennen. Ja. Und der eine hat auch gesagt, ey, wenn du nicht so fit wärst, dann kannst du das Ding wegschmeißen wahrscheinlich. Also ich habe eben auch gesagt, ich bin, was heißt, nicht froh, dass es dir passiert ist, das wäre das Falsche, sondern ich glaube, wenige würden das so gut verkraften wie du, weißt du? Also angenommen, so Sascha Hellinger hätte jetzt eine Hand halb erfroren und die Bänder gerissen, dann würde ich mir wahrscheinlich unfassbar Gedanken machen. Aber du kennst genauso wie ich aus dem Sport, jo, dann geht halt der Meniskus flöten, dann reißt halt da ein Band, dann ist da halt was kaputt, ist halt so, ne? Ja, das ist halt, wie gesagt, entweder du nimmst es in Kauf oder du quittest und ärgerst dich danach. Ich meine, ist halt so. Ja, ist ja nicht schlimm, das dann zu entscheiden für sich. Man muss halt abwägen, okay, welches Risiko gehe ich ein? Klar. Ich muss ja nochmal sagen, Tatjana wollte die ganze Zeit Sebo kontaktieren. Und ich musste Tatjana wirklich überzeugen. Ich habe gesagt, ey Tatjana, glaub mir bitte hin und her. Ich kann es dir jetzt nicht zeigen. Ich habe schon viele Verletzungen gehabt, habe damit gekämpft. Ich habe wirklich Erfahrung mit meinem Körper und ich weiß, wo Feierabend ist. Und ich habe ja auch später zu ihr gesagt, dann, ey, mit den Fingern, ich thematisiere das mit bei Sebo, beziehungsweise Alex hat das ja dann selber auch gesehen direkt. Ich habe das ja abgeklärt und ja, das war auch in jedem Fall die richtige Entscheidung. Und ich bin da ja auch Sebo und Alex sehr dankbar dafür, dass sie die Entscheidung getroffen haben und es war absolut richtig. Also sie haben einfach nur ihren Job gemacht. Und deswegen gab es auch gar keine Diskussion für mich oder Enttäuschung. Das ist einfach total fehl am Platz. Das stimmt. Also ich glaube, Tatjana hatte das natürlich nicht einfach mit... Also nee, auf der einen Seite hat es einfach mit dir, weil du nie rumheulst und einfach ist halt so. Immer noch besser, als in irgendeinem wilden Knast zu sein, angekettet und kein Sonnenlicht zu sehen. Ja. Auf der anderen Seite hat sie sich natürlich Sorgen gemacht und sagte, oh nein. Ne? Nicht, dass sie nachher... Weißt du, verantwortlich nicht, aber du weißt, was ich meine. Also Fluch und Segen irgendwie zugleich. Und ich kann Sebo echt nachvollziehen, dass er sagt... Ey, Stefan. Nein, 100%. Alex hat ja noch so gesagt, ey, wir fragen Sebo, aber ich habe in Alex seinen Augen ja schon gesehen, dass der eigentlich weiß, okay, geht nicht. Da ist Feierabend. Da kann der gar nicht weitermachen, weil der will das ja auch nicht später dann auf seinem Konto haben, verantwortungstechnisch, von seinem Gefühl her auch. Ich würde ihm ja nie die Schuld dafür geben. Ich würde sagen, ey, selber schuld. Ins Wasser reingegangen, zwei Finger weg, dämlich gewesen, zu ehrgeizig gewesen, jetzt bezahlst du dafür. Aber der hätte ja in dem Moment diese Emotion gehabt, okay, ich habe mit dazu beigetragen, dass Stefan zwei Finger verloren hat. Und das wäre halt, wirklich blöd gewesen. Das will sich keiner auf die Flagge da schreiben, zu sagen, hier, ja, ich habe dann dafür gesorgt. Also natürlich wärst du reingesprungen, das weiß ich, und hättest auch alles damit durchgezogen. Ne? Aber das war wirklich, ich glaube, richtig, das zu machen. Ja, aber jetzt sieht es ja wieder bei dir ganz gut aus. Wo wir uns letzte getroffen haben, sieht man ja nicht mehr so. Es fühlt sich immer noch ein bisschen stumpf an, sagst du. Es ist stumpf, genau. Also es taub die Finger, aber der hat gesagt, 6 bis 8 Monate dauert es in der Regel. Der hat gesagt, kann schneller gehen, Nervensystem benötigt. Du hast ja die besten Erfahrungen damit gemacht, durch Stresspositionen stehen, 8 Stunden, wo du Erfrierungen an deiner Hand hattest. Und du weißt ja, wie das mit dem Nervensystem ist. Du, bei mir hat das auch Ewigkeiten gedauert und ich habe ja immer noch, sobald ich irgendwo da kalt, bei mir werden die Hände halt oben an der Oberfläche sofort blau. Also so ganz regeneriert hat sich das eh nicht, aber ich kann das trotzdem immer durchziehen und ignorieren einen Teil dann irgendwie weg. Aber man muss leider ein bisschen mehr aufpassen. Aber ich glaube, wir beide haben ja trotzdem eine andere Kälteempfindlichkeit. Ja, definitiv. Also man trainiert das ja auch, genau. Ja. Also Stefan, ich bin so froh, dass nichts Bleibendes ist. Ist er denn vom Knie wieder halbwegs okay bei dir? Das ist okay. Ich habe keine Kreuzbänder mehr und ich bin ja wieder, also ich bin jetzt, gestern bin ich einen MTB-Marathon gefahren. Ich habe gar keine Probleme. Man braucht keine Bänder mehr oder was? Ich hab, das hintere Kreuzband habe ich ja im Oktober gerissen, beim Kampf, bei dem du auch anwesend warst. Und jetzt beim Arctic Warrior habe ich das vordere Kreuzband gerissen. Heute ist ja ein Vlog dazu rausgekommen, aber es kommen noch 2 weitere Vlogs, wo das aufgearbeitet wird, wie diese Thematik war dann. Okay, man kann ohne Bänder dann quasi echt... Also, das geht. Das geht, aber du brauchst halt massiv Muskulatur. Und der Stefan hat halt richtig viel Muskulatur. Deswegen geht das. Viele Muskeln? Nee. Doch, der Stefan hat massiv Muskeln an den Beinen. Ich mein Muskelanteil liegt bei 5%, Mann. Ja, der Rest ist einfach Knochen. Das sind dicke Knochen. Dicke Knochen? Nee, das Stahlskelett. Ich hab schon wieder den Sarkasmus oder die Ironie nicht verstanden. Das kann ich. Aber ich bin echt froh, Stefan, dass es da nichts Schlimmeres passiert ist. Ich bin mal gespannt, ob die Aufnahmen, ihr wart ja, das wäre schon ein Spoiler. Ja. Wir wollen das gerne noch selber gucken, Otto. Nein, alles gut, Otto. Alles gut. Ich habe gestern auch mal was Neues gewagt. Ich war gestern auf so einem Parkour-Event. Okay. Ja, so ein YouTuber-Parcours-Ding. Ja, es war, ich habe überall auch blaue Flecken und alles angeschlagen, aber ich war der Schwerste und der Älteste.
aber egal. Okay. Ich darf noch nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Ich habe das bei Sascha, dieses Ninja Warriors, mitgemacht und das ist einfach, ey, das ist, ja, das ist halt auf jeden Fall nochmal eine ganz eigene Disziplin. Es gibt schon einen Grund, warum das jahrelang trainiert wird von den Athleten. Völlig irre. Von der Beweglichkeit, ja. Da waren auch Profis anwesend, auch welche, die sie beim Arctic Warrior beworben haben tatsächlich. Das war wirklich, dieses Ninja-Couple war dabei. Die sind so fit. Die sind krass, Mann, das ist zu heftig. Also es ist wirklich interessant, dieses Format und das Training, was die abliefern. Ja, geile Sache. Ja. Total. Tom, mein Lieber, mich freut es auch so sehr, dass du beim Stefan bist. Also die Community wird ja immer größer, die Grüne, sag ich mal so. Ja. Finde ich sehr, 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 sehr cool. Wie viel wiegt ein Purz? Gar nichts, sonst ist es leider scheiße. Das Krasse ist aber auch, dass immer neue kommen, ne? Die gehen nie zu Ende. Jungs, wir sehen uns, wir telefonieren. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Abend. Hey, danke dir. Danke, Otto. Danke dir auch. Ciao. Liebe Grüße. Tschüss. Mach's gut.